Ja, meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen an der Professur für internationale Beziehungen. Mein Name ist Michael Stark. Ich werde Sie durch den heutigen Abend führen. Ich freue mich sehr über Ihr Interesse an der heutigen Veranstaltung zum Thema Putins Krieg und die Folgen für Europa. Die heutige Veranstaltung wird in den Eingangsstatements aufgezeichnet und später als YouTube-Video auf der Seite der HSU erscheinen. Die gesamte Diskussion wird nicht aufgezeichnet und dementsprechend auch nirgendwo dokumentiert. Das vorab. Es ist jetzt fast genau 2 Wochen her, dass der Angriffskrieg Russlands oder Putins Krieg gegen die Ukraine begonnen hat. Ein europäischer Krieg, eine europäische Katastrophe mit globalen Auswirkungen. Und heute Abend soll es nicht um das Kriegsgeschehen gehen, sondern heute Abend soll es gehen darum, welche Folgen kurz- und mittelfristig dieser Krieg auf Europa und die ganze Welt haben könnte, sofern man das jetzt absehen kann. Und manches kann man sicherlich absehen. Der Ablauf ist so gedacht, dass ich eine kurze Einführung gebe, dann unsere drei Panelisten aus Politik, Diplomatie und Wissenschaft vorstelle. Die drei dann zu diesem Themenkreis 10 oder 15 Minuten kurze Statements abgeben werden und wir dann gleich in die Diskussion übergehen nach den ersten 45 Minuten. Wenn man die Ereignisse der letzten 1-2 Tage zusammenfasst, so sind das aus meiner Sicht vor allem 4 Punkte, die wir hier zur Kenntnis zu nehmen haben. Auf der einen Seite gibt es auf dem Kriegsschauplatz keine große Bewegung und was wir von dort hören, ist mit Vorsicht zu genießen, weil es Gegenstand selbst eines Informationskrieges ist. Zweitens gibt es eine sehr große Bewegung von flüchtenden Menschen, über 2 Millionen inzwischen, die Geflüchtetenkrise im Herbst und Winter 2015-16 schon in den Schatten stellt und inzwischen eben nicht nur in Polen, sondern auch in Deutschland angekommen ist. Drittens gibt es eine Präzisierung von inhaltlichen Standpunkten in den letzten 24 Stunden. Die Ukraine hat sich offen dafür gezeigt, die Neutralität wieder zu verankern als das Ziel des Staates, aber garantiert von externen Mächten, europäischen Staaten, der Türkei und anderen, bei Wahrung ihrer territorialen Integrität. Und Russland hat betont, dass es keinen Regimewechsel will und auch keine dauerhafte Besatzung des Landes. Das vor dem Hintergrund des morgigen Außenministertreffens des ukrainischen und russischen Außenministers. Und viertens haben wir dann eine Verschärfung der westlichen Sanktionen, aber gleichzeitig eine weitere Ablehnung von Großwaffenlieferungen an die Ukraine, etwa Flugzeuge oder Kriegsschiffe und auch kein Öl- und Gasboykott. Wobei, denke ich, auch immer daran zu erinnern ist, dass manche Länder der Europäischen Union zu 100% von russischen Lieferungen abhängig sind. Das ist der heutige Stand, von dem wir ausgehen können. Aber wir sollten unseren Blick heute Abend wenden auf die analytische Ebene, die Folgen für Europa und die Welt und die Frage, wie man aus diesem Krieg wieder herauskommen kann. Und zu beiden Fragen werden die Panelisten etwas sagen. Es geht dann beispielsweise um den künftigen Standort von Russland in Europa und das Verhältnis der Europäischen Union zu Russland. Die Tatsache, wie die Gemeinschaft der Vereinten Nationen mit einem Sicherheitsratsmitglied umgeht, das so unverhüllt das Völkerrecht bricht, mit einem Staat auch, der in den letzten Wochen
die Lüge zu einem Instrument der Politik gemacht hat. Der Frage, ob es so etwas wie eine europäische Sicherheitsordnung schnell wieder geben kann. Natürlich der Entwicklung der Ukraine, die ja sehr stark zurückgeworfen wird durch das, was jetzt alles passieren wird. Und auch andere Fragen wie die Zukunft der Rüstungskontrolle oder die Rolle von möglichen Vermittlern. Israel hat es versucht, China hat sich angeboten, Indien wäre vielleicht ein weiterer Vermittler. Das sind Fragen, das sind aber nicht alle Fragen, die wir erörtern können. Vielleicht gibt es mehr. Das soll auch denen überlassen bleiben, die heute die Diskussion gestalten. Ich begrüße heute drei sehr interessante Panelisten, die aus unterschiedlichen Perspektiven auf diesen Krieg schauen, ihn bewerten werden und uns hoffentlich auch einige Stichworte geben werden und einige Ideen für Wege aus diesem Krieg wieder herauszufinden. Dr. Ute Fink-Kremer ist Politikerin der SPD. Sie gehörte dem Deutschen Bundestag an, war dort Mitglied des Auswärtigen Ausschusses und der Unterausschüsse für Abrüstung und Rüstungskontrolle und zivile Krisenprävention. Und schon diese Ausschusswahl sagt etwas über ihre politischen Vorstellungen. Sie ist friedenspolitisch engagiert. Sie sucht immer nach Konfliktregelungen mit nicht militärischen Mitteln. Sie ist im Übrigen von ihrer Ausbildung her promovierte Mathematikerin und arbeitet heute im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, zugeschaltet heute Abend aus Berlin. Guten Abend, Ute Fink-Kremer. Dann begrüßen wir aus der Diplomatie Rüdiger Lüdeking, der fast 40 Jahre lang als deutscher Diplomat tätig war, der dabei den größten Teil seiner Verwendungen zu tun hatte mit Sicherheit und Rüstungskontrolle, der unter anderem deutscher Botschafter war bei den internationalen Organisationen in Wien, der Vereinten Nationen in Wien, darunter auch der Internationalen Atomenergieorganisation, der sehr viel zu tun hatte mit dem Iran-Konflikt, der nach dem ersten Ukraine-Konflikt 2014 bis 2015 noch Botschafter bei der OSZE in Wien war und unter anderem auch stellvertretender Abrüstungsbeauftragter der Bundesregierung. Er hat sich in den Wochen und Monaten vor diesem Krieg eingesetzt in einem Aufruf für eine gemeinsame Sicherheitskonferenz der europäischen Staaten, also mit Russland, um die Frage der europäischen Sicherheitsordnung neu zu besprechen. Er hat also die Situation ernst genommen und er hat sich damals auch ausgesprochen für ein Beitrittsmoratorium der NATO gegenüber der Ukraine. Auch an Sie herzlich willkommen, Herr Lüdeking. Auch Sie sind zugeschaltet, nicht aus Berlin, aber aus Falkensee bei Berlin. Aus Bonn begrüße ich dann Professor Maximilian Mayer. Maximilian Mayer ist Politikwissenschaftler. Er lehrt internationale Beziehungen an der Universität Bonn. Er war mehrere Jahre lang auch in China tätig, unter anderem an der Zhongzhi-Universität in Shanghai, dem Zentrum der chinesischen Deutschlandforschung. Seine Arbeitsschwerpunkte sind globale Machtverschiebungen, die heute sicher auch eine Rolle spielen, Technologie und Klimapolitik. Und er hat im Jahr 2020 als einer der ersten Wissenschaftler die Bundesregierung bzw. das Innenministerium beraten, noch mit seinen Erfahrungen aus China kommend, wie umzugehen wäre mit Covid-19. Auch dir herzlich willkommen, Maximilian. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich freue mich bei allen, dass sie innerhalb ganz, ganz kurzer Zeit zugesagt haben, sodass wir diese Veranstaltung heute eben durchführen können. Damit genug der Vorrede. Ich möchte als erstes Botschafter Lüdeking bitten, um eine kurze Einschätzung zu den Folgen und die Möglichkeiten, aus diesem Konflikt wieder herauszukommen. Herr Lüdeking, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Stark. Der Titel dieses Zoom-Meetings lässt uns ja doch in die Zukunft schauen. Und ich möchte eigentlich ganz gerne beginnen, um mit einem Caveat zu beginnen, mit einem Zitat von Churchill. Der wird ja in
der in letzter Zeit sehr viel auch bemüht um, und leider Gottes falsch bemüht, weil das Zitat, was immer wiedergegeben wird zu Appeasement, nur ein Teil des Gesamtzitates ist, denn er hat auch eine positive Seite am Appeasement festgestellt, aber vielleicht kommen wir auch bei der Diskussion auf diesen Punkt. Ich werde das mal ganz kurz vorlesen, was ich hier bei Churchill gefunden habe. Das ist sicherlich bekannt. Die Realitäten richten sich selten nach den Prognosen. Darum ziehe ich es vor, Ereignisse erst zu prophezeien, nachdem sie eingetreten sind. Das ist natürlich eigentlich etwas tongue-in-cheek. Trotz alledem muss man sagen, natürlich ist es jetzt sehr schwierig, in die Zukunft zu schauen. Wir sind konfrontiert mit einer sehr dynamischen Kriegssituation, die ich so nicht erwartet habe. Aber dennoch ist wichtig, dass man das Thema vom Ende her sieht. Und das ist etwas, was mir aktuell auch auf Seiten des Westens, der NATO und auch der Bundesregierung vielfach fehlt. Denn gerade die Bilder, die wir von dem Krieg sehen, berühren die Menschen. Und das ist eigentlich ganz selbstverständlich und ganz natürlich. Und trotzdem muss man sagen, dass moralische Empörung wahrscheinlich nicht der beste Ratgeber ist, um Politik zu formulieren. Und man muss natürlich auch aufpassen, dass eine solche moralische Empörung die realpolitischen Erfordernisse nicht aus dem Blick lässt. Wir brauchen also sehr viel Besonnenheit und Realpolitik aus meiner Sicht. Lassen mich unter dem Gesichtspunkt einige Punkte machen, wobei ich jetzt mal unterscheiden will zwischen den Folgen in kurzfristiger und dann im zweiten Teil in langfristiger Perspektive. Ich werde die Punkte sehr oberflächlich machen, sodass wir vielleicht auch in der Diskussion auf einzelne dann noch eingehen können. Das erste ist jetzt, in kurzfristiger Perspektive würde ich drei Punkte in den Mittelpunkt stellen. Ich will jetzt auch einige andere Sachen, die sicherlich wert wären, noch eine längere Diskussion auszulösen, wie zum Beispiel die humanitäre Unterstützung der Ukraine außen vor lassen. Aber der erste Punkt ist, die NATO darf keine Kriegspartei werden. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der sehr aktuell ist, auch angesichts der aktuellen Diskussion und der Forderung aus der Ukraine, beispielsweise eine Verbotszone zu errichten oder aber auch Kampfflugzeuge und anderes schweres Gerät zugeführt zu bekommen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind manchmal, gerade wie man es auch sehen kann, an der Bereitschaft Polens, 28 MiG-29 Kampfjets zu liefern, militärisch unsinnige Sachen, weil sie angesichts der Luftüberlegenheit sicherlich keine große Änderung bewirken werden, militärisch gesehen. Aber sie sind aber auch gefährlich, denn das Risiko, das sich dadurch ergibt, dass die NATO einbezogen wird in einen solchen Krieg, ist groß. Und man sollte, kurz gesagt, auch die Atomdrohung, die Putin ausgesprochen hat, gegenüber den NATO-Staaten am 27. Februar ernst nehmen. Er will davon natürlich abschrecken, dass die Ukraine massiv unterstützt wird. Der zweite Punkt, den ich kurz machen will, das ist die Frage der diplomatischen Lösungsbemühungen. Man hat jetzt so ein bisschen den Eindruck, dass der Krieg jetzt vorangeht und es keine Möglichkeiten mehr gibt für die Diplomatie. Ich glaube, trotz alledem, selbst wenn es vergeblich sich dann herausstellen sollte, muss man das machen. Und wenn ich das mal Revue passieren lasse, was Sie ja stark gerade gesagt haben, nämlich dass sowohl Zelensky wie aber auch eine Sprecherin des Außenministeriums gesagt hat, Neutralisierung der Ukraine wäre eine Möglichkeit. Und es geht auch so überraschenderweise, aber ich glaube nicht ehrlicherweise, das Wort aus Moskau, dass man keinen Regimewechsel anstrebt. Wenn das die Basis ist, dann sollte man eigentlich versuchen, das weiter auszuloten. Und dazu bietet sich jetzt ja morgen eine Gelegenheit bei dem Treffen der beiden Außenminister der Ukraine und Russlands in der Türkei. Allerdings stellt sich dann die Frage, wie man das und ob man das flankieren sollte. Und da finde ich, sollte wirklich auch sehr viel Engagement erfolgen auf diplomatischer Seite. Engagement, was ich persönlich vor Ausbruch des Krieges ein wenig vermisst habe.
weil nämlich dann nicht in dem Umfang, wie ich das für erforderlich gehalten hätte, nach einer diplomatischen Lösung gesucht worden ist und auch diese ganzen Bemühungen wenig einfallsreich waren. Ich will jetzt auf die Details nicht eingehen. Was ich gut fand, muss ich sagen, war, ich glaube, das war gestern, ein Treffen oder eine Schaltung zwischen Macron, dem Bundeskanzler und dem chinesischen Präsidenten. Das wäre also auch eine wichtige flankierende Maßnahme aus meiner Sicht. Denn auch selbst wenn China sich nicht instrumentalisieren ließe, so kann das doch einwirken auf Russland. Was aber unterbleiben sollte, das muss ich aber auch sagen, das geht wieder zurück auf das, was ich eben beschrieben habe mit dem moralischen Impetus, der vielfach die Politik zu bestimmen scheint, sind Worte, die also jetzt im Augenblick vollkommen überflüssig sind, wie beispielsweise das, was auch Frau von der Leyen gesagt hat, dass sich die Ukraine mit dem heroischen Kampf einen Platz in der EU erworben hätte. Das, muss ich sagen, ist vollkommen deplatziert, lenkt auch nur von der diplomatischen Lösung ab und ist eher kontraproduzent. Wir werden vielleicht sogar auch, das wird auch auf uns vielleicht noch zukommen, trotz der großen Empörung, die wir alle empfinden, noch bittere Entscheidungen zu treffen haben, sollte es zu einer diplomatischen Lösung kommen, die uns schwerfallen werden angesichts der großen Zerstörung und der vielen Opfer, die zu beklagen sind. Der dritte Punkt ist eigentlich auch ein Punkt, auf den ich nicht näher eingehen will. Das ist nämlich das, was jetzt auch aktuell bereits geschieht. Das ist die Rückversicherung der baltischen Staaten und Polens als NATO-Mitglieder. Und ich bin der festen Überzeugung, darüber können wir nachher diskutieren, dass diese Staaten nicht bedroht sind durch einen russischen Angriff zum jetzigen Zeitpunkt. Aber wir müssen halt die Sorgen ernst nehmen. Und es wird, darauf komme ich gleich nochmal, vielleicht notwendig werden, da ganz andere Maßnahmen zu ergreifen als die, die wir jetzt bisher ergriffen haben. Also es geht vor allen Dingen jetzt natürlich um den Ausbau der Enhanced Forward Presence, was ja schon bereits geschehen ist. Ich will jetzt, wenn ich das mal abschätzend sagen darf, ich gehe mal davon aus, dass trotz dieser, oder man muss vielleicht davon ausgehen, dass es keine diplomatische Lösung geben wird. Putin scheint entschlossen zu sein, den Krieg, der auch ein schmutziger Krieg werden wird, durchzuziehen, um sich durchzusetzen. Er wird nur mit einem militärischen Sieg, der vielleicht aufgrund seiner Überlegenheit zu erwarten ist, oder der russischen Überlegenheit zu erwarten ist, da wird er nicht glücklich werden, denn es hat sich doch gezeigt, dass die Ukraine eine Nation ist und sich sehr wohl zu wehren weiß und auch sich wehren will. Und Putin könnte, wenn er an der Macht bleibt, wird er natürlich versuchen, sein repressives Regime in Moskau vielleicht noch mit noch einer größeren Härte, ob man von einer Nordkoreanisierung ausgehen muss, das weiß ich nicht, aber er wird das fortsetzen wollen. Und wir werden natürlich eine verschärfte Konfrontation zwischen Russland und der NATO haben, wenn eine solche Situation eintrete, die ich für relativ wahrscheinlich halte. Ich komme jetzt damit zu den langfristigeren Perspektiven. Und da will ich beginnen mit dem, was Herr Stark mir quasi aufgegeben hat, nämlich die Beantwortung der Frage, ist eine europäische Sicherheitsordnung mit Russland absehbar noch möglich? Also was wir unter Sicherheitsordnung verstehen, das sollten wir vielleicht nochmal überlegen. Üblicherweise wird natürlich auf die OSZE und die Basisdokumente verwiesen, wie die Charta von Paris, die einen Raum gemeinsamer Sicherheit ohne Gegnerschaft auf der Basis und gegründet auf westlichen Werten beschreibt. Davon sind wir weit entfernt und ich glaube, mit dem Krieg haben wir davon Abschied genommen, sodass nicht das die Grundlage bleiben wird, sondern wir werden vielleicht zurückkehren zu dem, was vorher mal war, nämlich einem neuen Kalten Krieg. Der wird vielleicht anders aussehen, aber es ist auch interessant festzustellen, dass sich gestern zum Beispiel der russische Außenminister gewünscht hat, dass man zu einer friedlichen Koexistenz wie zu Zeiten des Kalten Kriegs zurückkehrt und dann auch ein Dialog und eine Normalisierung der Beziehungen anstrebt. Ob das realistisch ist, wird man sehen.
Jedenfalls ist aber doch, glaube ich, zu erwarten, dass wir zunächst einmal in eine Phase kommen, die sehr gefährlich wird, nämlich dieser Übergang von jetzt einer Konfrontation zu einem Kalten Krieg, die birgt immer Risiken, insbesondere weil die Regeln für diesen neuen Kalten Krieg gar nicht feststehen. Schon jetzt, und das hat sich jetzt gezeigt, wie schädlich das gewesen ist, haben wir keine Regeln. Das heißt zum Beispiel die ganzen Rüstungskontrollabkommen, die geschaffen worden sind, sind muss man natürlich sagen, auch von amerikanischer Seite samt und sonders abgeräumt. Deshalb haben wir aber auch keine Transparenz über das, was auf der anderen Seite geschieht. Wir haben dazu natürlich auch das Problem, dass Putin zum Beispiel den Bundeskanzler und auch den Präsidenten Macron hinters Licht geführt hat. Das Vertrauen besteht gar nicht mehr für eine auf Dialog gründende Beziehung mit Russland. Also wir werden einen doch schwierigen Kalten Krieg vielleicht zu gewärtigen haben. Und wir sollten dann natürlich, und das wird schwerfallen, doch den Dialog anstreben, so wie das auch auf der Grundlage des Hamel-Konzeptes von 1967 die NATO immer getan hat, dass man also auf der Grundlage gesicherter Verteidigungsfähigkeit den Dialog und die Zusammenarbeit sucht und insbesondere auch versucht, einen Neuansatz in der Rüstungskontrolle zu schaffen. Der zweite Punkt von diesen fünf Punkten, die ich dazu gerne machen würde, in der langfristigen Perspektive, ist, dass wir natürlich im Rahmen der NATO ein Zusammenrücken erleben werden. Und was auch aus meiner Sicht nicht vollständig auszuschließen wäre, ist, dass man wiederum eine integrative oder eine integrierte Vorneverteidigung schafft, die dann natürlich auch insbesondere die baltischen Staaten, Polen zum Beispiel, rückversichert. Und das wäre auch möglich, weil die Grundakte, der NATO-Russland-Grundakte von 97, die ja Zurückhaltungsverpflichtungen enthält, was die ständige Stationierung von substanziellen Kampftruppen angeht, die ist eigentlich schon jetzt tot, weil der Anspruch, den man da also auch formuliert hat in der Grundakte, heute nicht mehr besteht. Für Deutschland heißt das ganz klar, dass wir auch das 2%-Ziel erfüllen müssen und vor allen Dingen, das ist jetzt natürlich ein etwas mechanistisches Ziel, dass wir die wirklich eklatanten Ausrüstung- und Fähigkeitsdefizite in der Bundeswehr beseitigen müssen. Und wir dürfen uns auch nicht von der nuklearen Teilhabe verabschieden. Das ist also eine Frage auch der Glaubwürdigkeit unserer Rolle im Bündnis. Der dritte Punkt, den möchte ich aber auch betonen, ist, dass wir trotz aller konfrontativen Gefühle den Dialog mit Russland anstreben müssten. Und zwar sollten wir dann auch das vermeiden, was wir in der Vergangenheit an Fehlern begangen haben. Also das heißt, wir sollten trotz aller Abscheu gegenüber dem Regime Putin versuchen, einen Weg zu finden, die Russen nicht auszugrenzen, was sie über lange Jahre waren, beziehungsweise wie sie sich gefühlt haben in der europäischen Sicherheitslandschaft. Und wir müssen dann auch überlegen, das wird uns schwerfallen, dass wir nicht allein mit Strafmaßnahmen agieren können, sondern wir müssen auch überlegen, was können wir an Anreizen bieten, um eine gewisse Normalisierung, um eine Entspannung zu erreichen. Der vierte Punkt ist ein wichtiger, auch in dem Zusammenhang. Wir werden natürlich jetzt in der Zukunft mit einer neuen geopolitischen Situation konfrontiert werden. Was jetzt passiert ist, ist letztlich, dass wir doch zu einem gewissen Grade etwas getan haben, was den Russen eigentlich so nicht passt. Nämlich, sie werden zunehmend in die Arme Chinas getrieben. Und wenn man sich mal die wirtschaftliche Macht Chinas anschaut, dann haben die Russen allenfalls die Rolle eines, oder in der Perspektive jedenfalls, die Rolle eines Juniorpartners in der Beziehung, was sie sicherlich nicht gutieren werden. Das heißt also, sie werden natürlich generell eine Paria-Rolle einnehmen für längere Zeit. Aber sie können natürlich in der geopolitischen Situation, die ja gekennzeichnet ist durch eine Konkurrenz oder durch eine Rivalität der Großmächte, jetzt in eine neue Rolle hineinwachsen. Und da muss ich sagen, sollten wir auch vorsichtig sein,
Wir können nicht die alten Gewissheiten, wo wir glaubten, dass die regelbasierte Ordnung, die westlichen Werte dominant sind, das können wir vielleicht in der Zukunft nicht immer fortschreiben und gewährleistet sehen. Der fünfte Punkt, der mir auch sehr am Herzen liegt, ist das, was die Europäer machen sollten, auch vor dem Hintergrund der neuen Großmächte-Rivalität, die die globalen Beziehungen bestimmen werden, nämlich das, was Macron unter dem Stichwort strategische Autonomie formuliert hat, das muss jetzt eigentlich realisiert werden, wobei das auch bedeutet, dass man verteidigungspolitisch zusammenwächst. Und alleine, wenn man sich die Zahlen anschaut, der Verteidigungshaushalt der europäischen NATO-Partner ist deutlich größer als der Russlands. Und dann muss man sich mal schauen, was können wir dadurch natürlich auf die Matte bringen. Das ist relativ bescheiden. Insofern gibt es auch einen Zwang aus budgetären Gründen zu versuchen, hier mehr Effektivität und Wirksamkeit der Verteidigungsausgaben auf europäischer Seite zu gewährleisten. Und es ist eine Frage auch der Selbstbehauptung Europas in der Welt. Denn es ist wohl ökonomisch eine Macht, aber politisch ein Zwerg. Und da sollte man wegkommen von diesem Punkt. Ja, und auch der letzte Punkt, den ich nannte, der ist auch für meine Begriffe ganz wichtig vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir jetzt natürlich ein funktionierendes Bündnis mit den Amerikanern haben. Die transatlantischen Beziehungen sind nach dem Amtsantritt Bidens wieder ins Lot geraten. Biden hat auch erkannt, dass er sich in Europa engagieren muss, aber das muss nicht immer so bleiben. Wenn ich mir das anhöre, was gerade Trump in den letzten Tagen geäußert hat. Erst hat er also Putin als Genius betrachtet, weil er die beiden Separatisten-Republiken im Donbass anerkannt hat. Und dann hat er sich jetzt gestern bei einer Veranstaltung in Los Angeles verstiegen zu der Behauptung, man müsse jetzt die Russen mit amerikanischen Flugzeugen bombardieren und diese Flugzeuge umspritzen, mit chinesischen Hoheitszeichen versehen, sodass man dadurch einen chinesisch-russischen Konflikt herbeiführt. Also sowas Idiotisches, muss ich sagen, habe ich selten gehört. Aber es zeigt, dass wenn wir tatsächlich eine Wiederkehr von Trump oder eines seiner Adepten haben, wir uns nicht notwendigerweise auf die transatlantischen Beziehungen als Garant für unsere Sicherheit verlassen können. Ich will es damit kurz beschließen und danke für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Lüdeking. Das war ein breites Spektrum, das Sie uns geboten haben. Das war eine sehr nüchterne Bestandsaufnahme und auch ein sehr nüchterner Blick in die Zukunft, der voraussetzt, dass jetzt auch die nächsten Wochen und Monate gestaltbar bleiben und nicht außer Kontrolle geraten, Stichwort Eskalation und Deeskalation. Und ich könnte mir vorstellen, Ute Fink-Kremer, dass das ein gutes Stichwort ist. Eskalation und Deeskalation, Bewertung dieses Konfliktes, dieses Krieges und welche Auswege gibt es da? Nochmal den Blick auch zu richten auf andere Perspektiven. Du hast das Wort. Ja, vielen Dank. Ich habe tatsächlich eine andere Perspektive, obwohl ich eben in den 4 Jahren, die ich im Bundestag war, einiges gelernt habe über die Perspektive der Diplomatie und die in vielem auch zu schätzen weiß. Ich möchte mal damit anfangen, dass wir eigentlich mehrere Konflikte haben, die sich überlagern. Wir haben einerseits den Konflikt, den Herr Lüdeking gerade sehr ausführlich beschrieben hat, der dem Angriff Russlands auf die Ukraine natürlich vorherging, nämlich einen sicherheitspolitischen Konflikt zwischen Russland und der NATO, der ja auch von Präsident Putin immer wieder aufgegriffen wurde, wo er Wünsche, Forderungen, sonst was geäußert hatte. Wir haben aber parallel dazu einen wirtschaftspolitischen Konflikt zwischen Russland und der EU,
der auch am Beispiel Ukraine mit ausgetragen wurde 2014, als es um die Frage ging, Assoziierungsabkommen mit der EU. Gab es einen innerukrainischen Konflikt, der aber gleichzeitig auch ein Konflikt zwischen Russland und der EU war und der eben dann zu den bekannten Ereignissen auf dem Maidan führte, zu indirekt dann der Annexion der Krim und dann möglicherweise eher wiederum aus sicherheitspolitischen Überlegungen eben zu der von Russland unterstützten Gründung dieser Separatistenrepubliken und deren offener Unterstützung militärisch und wirtschaftlich durch Russland. Insofern ist dieser Krieg zwischen Russland und der Ukraine, der jetzt von Russland angefangen wurde, einerseits Teil dieser drei anderen Konflikte oder damit eng verbunden. Aber es ist eben zusätzlich ein direkter Konflikt zwischen Russland und Ukraine, der diese eben geschilderten wirtschafts- und sicherheitspolitischen Aspekte hat, der aber auch einen demokratiepolitischen Aspekt hat. Also es ist immer wieder auch von Wissenschaftlern darauf hingewiesen worden, dass es für Russland natürlich auch eine dauernde Herausforderung ist, dass ein Nachbarland, wo zumindest als Zweitsprache von fast allen Menschen auch Russisch gesprochen wird, wo aus Russland Menschen, die wegen ihres Engagements verfolgt wurden, ins Exil hingegangen sind, wo aus Belarus Menschen, die von Verhaftung bedroht waren, ins Exil hingegangen sind, eben als zumindest sehr viel demokratischeres Land direktes Nachbarland war. Und damit eben eine indirekte Rückwirkung auf Russland und übrigens auch auf Belarus da war, die Putin natürlich nicht nur Freude bereitet hat, sondern ihn auch immer wieder in Zugzwang gebracht hat. Wenn man sich dann mehrere solche verknüpften Konflikte anguckt, dann muss man natürlich einmal angucken, wer die entscheidenden Akteure sind. Das sind die Regierungen aller beteiligten Länder. Das sind zum Teil aber auch die Spitzen von EU und NATO. Teilweise sind es Parlamente. Also letztlich wurde ja in der Ukraine vom Parlament in die Verfassung geschrieben, dass die Ukraine die Mitgliedschaft in der EU und in der NATO anstrebt. Und das ist sicher auch ein Teil dieses politischen Konfliktes zwischen Russland und der Ukraine gewesen. Zum Teil, das merken wir im Augenblick wieder in den USA, wo ja alle zwei Jahre Wahlen sind, wird Außenpolitik gemacht, um Innenpolitik zu machen. Herr Lüdeking hat ja gerade schon zitiert, wie das im Augenblick von Trump betrieben wird. Das ist auch in anderen Ländern zum Teil so und ist ganz sicher in Russland so. Putin hatte ja sehr hohe Beliebtheitswerte nach der Annexion der Krim, weil die Krim im Gefühl der Menschen eigentlich immer russisch war und das ja auch bis zum Ende der Sowjetunion völlig egal war, ob die Krim jetzt zur ukrainischen oder zur russischen Sowjetrepublik gehört. Und was jetzt auch der Titel unserer Veranstaltung ausdrückt, ist die entscheidende Rolle in der Eskalation dieser miteinander verknüpften Konflikte, dieser politischen Konflikte, wirtschaftspolitischen, sicherheitspolitischen, demokratiepolitischen, zu diesem Angriffskrieg. Und da gab es eine interessante Warnung, die wahrscheinlich auch Herr Lüdeking kennt und Michael Stark. Dmitri Trenin von einer der wirklich der wichtigen politischen Analysisten in Russland, der unter anderem für Carnegie Moskau arbeitet, der hat am 29. Januar ein Interview ins Netz gestellt, wo er eben zwei Szenarien ausgemacht hat. Das eine wäre eine Begrenzung auf diesen sicherheitspolitischen Konflikt gewesen, wo man eben dann direkt hätte verhandeln können um Sicherheitsgarantien für Russland, um Risk Reduction, um Deeskalation in diesem sicherheitspolitischen Konflikt. Und das andere Szenario war der
Angriffskrieg, der dann ja tatsächlich gekommen ist am 24. Februar. Und das Interview endet mit einem Satz, der sinngemäß besagt, welches dieser beiden Szenarien sich realisieren wird, hängt von einem Mann alleine ab. Und insofern ist es auch nochmal wichtig, drauf zu schauen, was eigentlich Putin antreibt. Und da hat er eben dann 3 Tage vor dem Angriff in dieser langen Rede, die dann zeitversetzt ausgestrahlt wurde am Abend des 21. Februars, hat er eben etwas, was immer mal schon wieder so durch Reden von ihm geisterte, was aber rückblickend gesehen nicht ernst genommen wurde oder eben so eher als innenpolitisch motiviert angesetzt wurde. Da hat er gesagt, er wollte eigentlich politische Entscheidungen bis hin zurück zu Entscheidungen der Bolschewiki kurz nach dem Ersten Weltkrieg rückgängig machen und ein großrussisches Reich wiederherstellen. Und damit ist man natürlich bei einem Kriegsgrund vermutlich von mehreren, die in seine Abwägung mit reingingen, der mit der NATO, der EU und der unabhängigen Ukraine in der heutigen Form sehr, sehr wenig zu tun hat. Und das ist das, was mir eigentlich am allermeisten Kopfzerbrechen macht. Denn das ist etwas, wo eigentlich internationale Diplomatie nicht viel bewirken kann. Wo ich auch noch mal drauf geschaut habe, ist, wie war es eigentlich in anderen Kriegen, in anderen Konflikten, die zu Kriegen oder Bürgerkriegen wurden. Bürgerkriege dann mit externer Einmischung, sonst ist eher nicht die Diplomatie gefragt, sondern anderes. Da ist eigentlich der Krieg, wo am schnellsten in den letzten 25 Jahren die Diplomatie wieder eine Chance bekam, der Kosovo-Krieg, der auch in Europa war, wo also nach wenigen Wochen die völlig unvereinbaren Forderungen der Konfliktparteien rote Linien noch und nöcher, dann eben nach einigen Wochen Krieg plötzlich verhandelbar wurden. Und das ist etwas, was ich durchaus jetzt bei Russland-Ukraine auch sehe als Möglichkeit, während da, wo zunächst ein dramatischer Bürgerkrieg sich entfaltet hat und dann von außen eingegriffen wurde zugunsten einer Konfliktpartei in Afghanistan oder Libyen. Da hat es Jahre gedauert, bis die Diplomatie wieder eine ernsthafte Chance bekam. Und genauso beim amerikanischen Angriffskrieg auf den Irak, wo das erklärte Ziel ein Regime-Change war, hat es auch Jahre gedauert. Insofern ist die Einschätzung, dass Putin jetzt nicht einen vollen Regime-Change in der Ukraine anstrebt, auch zunächst mal eine begrenzt positive Einschätzung. Ja, der erste Schritt zur Konfliktlösung ist immer, den Konflikt zu verstehen. Und dann als Staat, als Regierung, als Minister, wie auch immer, damit zu tun hat, dann darauf zu achten, nicht zur weiteren Eskalation beizutragen. Da hat Herr Lüdeking auch schon einiges dazu gesagt. Ich möchte noch ergänzen, man sollte auch nicht ohne Not von Wirtschaftskrieg reden, denn damit erleichtert man Putin eine Darstellung im eigenen Land, wenn er das zitieren kann, die eben besagt, die NATO ist im Krieg mit uns, die Ukraine ist bloß praktisch Verbündeter der NATO und deswegen haben wir ein Recht drauf, die Ukraine zu bombardieren und anzugreifen. Und genau das sollte man vermeiden. Denn die Sanktionen sind eben gerade kein militärisches Mittel, werden auch nicht als solche eingesetzt von der EU oder von den USA, sondern sie werden eingesetzt, um den Krieg zu beenden. Und deswegen darf man nicht vom Wirtschaftskrieg reden. Genauso muss man natürlich schauen, was passiert mit Waffenlieferungen. Auch dazu hat Herr Lüdeking schon was gesagt, welche Waffen man auf keinen Fall liefern sollte. Man muss auch bei anderen Waffen aufpassen, wie weit die dann zu Eskalation führen.
Man sollte auch sehr vorsichtig sein. Da ist zum Glück Deutschland auch sehr vorsichtig. Wie ist das mit Zustrom von ausländischen Kämpfern? Wir wissen, welche fatale Wirkung das im Irak zum Beispiel hatte, wo dann eben Foreign Fighters da eben ohne irgendwelchen Respekt für Kriegsvölkerrecht oder humanitäres Völkerrecht agiert haben. Insofern da auch aufpassen und generell immer vom Ende her denken. Und das Ende soll Frieden sein in einem umfassenden Sinn, also Frieden, wo auch die Spannungen, die jetzt die letzten, je nachdem, wie man es zählen will, 18, 12, 20 Jahre eben das Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine belastet haben, nicht mehr so scharf sind, dass eben der nächste Krieg droht, sondern wo man eben guckt, was könnte eine friedenslogische Lösung sein, wo man also von der Logik des Friedens her denkt und nicht von der Logik des reinen Waffenstillstands oder eben einer Logik von Sicherheit gegeneinander. Ja, humanitäre Hilfe ist natürlich was auch für eine Konfliktbearbeitung wichtig ist. Je weniger Leute an dem Krieg sterben, je mehr Leute einigermaßen heil trotz Krieg überleben, desto weniger muss anschließend an Schmerz und Wut und Trauma bearbeitet werden. Dazu gehört dann eben auch die Aufnahme der Flüchtlinge und gute Lebensperspektiven für sie. Wichtig ist bei Flüchtlingen, egal ob vor Diktatur oder vor Krieg, dass sie irgendwann frei entscheiden können, beide Wege für sie offen sind, zurückzukehren oder eben dauerhaft in einem Aufnahmeland zu bleiben. Diesen Weg muss man offen halten. Und was auch eine deeskalierende Wirkung haben kann. Und da muss man drauf gucken, dass es tatsächlich dann eben sich auf alle Seiten bezieht, wenn Kriegsdienstverweigerer aufgenommen werden. Es gibt mit Sicherheit auch in Russland junge Männer, die im Augenblick versuchen, diesem Krieg zu entkommen. Und wenn die das nach Finnland schaffen oder nach Norwegen über irgendeine nicht ganz dichte Grenze, dann sollten die auf jeden Fall ein Bleiberecht kriegen, aber auch ukrainische Kriegsdienstverweigerer oder diejenigen, die im Augenblick in Belarus Angst haben, dass sie eingezogen werden und Belarus doch noch auf Seiten der Russen in den Krieg zieht, sollten Schutz kriegen, denn Kriegsdienstverweigerer, also Menschen, die nicht bereit sind, sich bewaffnet an einem Krieg zu beteiligen, sind für die Zukunft im Frieden wichtige Personen. Eine Sache, die immer hilft, ist, nach historischen Beispielen zu suchen, aus denen man lernen kann. Herr Lüdeking hat die Hamel-Formel genannt. Ich denke als Sozialdemokratin immer an die Ostpolitik von Willy Brandt, die er direkt nach dem Einmarsch der russischen Truppen der sowjetischen Truppen damals in die Tschechoslowakei entwickelt hat. Also die Frage, wie man aus einem solchen, das war genauso ein Schock, ne? Also ich habe das als 11-jähriges Kind mitgekriegt, das Entsetzen meiner Eltern, die Schlagzeilen. Ich kenne Leute, die ein bisschen älter waren als ich, die wurden dann direkt nach ihrer Bundeswehrzeit zu einer Reserveübung einberufen, weil damals auch nicht klar war, ob dieser Einmarsch in Prag eben dazu führt, dass es zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen NATO und damals dann eben Warschauer Pakt kommt. Aber wir müssen auch lernen aus den Problemen, die der Vertrag von Dayton, der sicher gut gemeint war, aber schlecht gemacht, eben bis heute mit sich bringt für Bosnien-Herzegowina. Und insofern aus historischen Beispielen lernen. Wir können weder schablonenartig übertragen, noch sagen, also so auf keinen Fall, ohne sich zu überlegen, wie man es besser machen könnte, sondern man muss eben wirklich aus Historie lernen. Ich werde ein paar Links gleich noch in den Chat stellen. Sehr hilfreich fand ich vorige Woche einen Text von der
Friedensforscherin Martina Fischer, die inzwischen bei Brot für die Welt arbeitet und immer auch mit einem weltweiten Blick guckt, aber eben auch mit dem Blick einer Organisation, die Projekte in der Ukraine hat und da erstmal alles überlegen musste, wie kriegt man die Leute in Sicherheit. Es gibt inzwischen auch als gut entwickeltes Instrument die diplomatische Mediation. Der UN-Generalsekretär hat eine entsprechende Mediation Support Unit. Er könnte einen UN-Sonderbeauftragten einsetzen. Und ein solches Team von Mediatoren, was also aus Ländern kommt, die nicht direkt beteiligt sind an keinem der Konflikte, die bereit sind, eben dann auch mit allen Beteiligten vertraulich zu sprechen, könnte nach tragfähigen Lösungen suchen. Und dann kann man gucken, wie es mit einem Waffenstillstand als ersten Schritt aussehen kann, wie der abgesichert werden kann, bei aller Skepsis gegenüber dem, was im Augenblick die OSZE machen kann. Aber das ist einer der Bereiche, wo sie Erfahrung hat, und zwar mit unbewaffneten Waffenstillstandsüberwachungen. Ja, und man wird eben auch für die NATO, auch für die EU akzeptieren müssen, dass man im Interesse einer Konfliktlösung, eines Kriegsendes, eben auch von bestimmten Positionen, die bisher als unverhandelbar angesehen wurden, eben abrücken muss. Ein letzter Punkt. Wir müssen auch immer darauf achten, dass diejenigen, die im Krieg in ihren Ländern für Frieden eintreten, die es weiter tun können. Und das heißt dann immer auch, die nicht zu vereinnahmen. Nichts ist schlimmer, als wenn jetzt eben diejenigen, die in Russland für den Krieg, also für ein Kriegsende eintreten oder gegen den Krieg demonstrieren, wenn die jetzt dann eben plakativ von uns gegen Putin instrumentalisiert werden. Das führt dann dazu, dass sie eben es noch schwerer haben, als es jetzt haben, unter Umständen verhaftet werden, eingesperrt werden. Wir können darauf verweisen, wir können uns darüber freuen, etwa über die russischen Soldatenmütter, die als erste öffentlich gemacht haben, dass Wehrpflichtige in diesen Krieg geschickt worden sind und dagegen protestiert haben. Wir können uns über die belarussischen Frauen freuen, die aktuell versuchen zu verhindern, dass ihre Männer oder Söhne eben einberufen werden, um dann eben eventuell zu ermöglichen, dass Belarus auf russischer Seite in den Krieg eingreift. Aber wir müssen eben sehr, sehr vorsichtig damit sein, dass die nicht in den Ruch kommen, eben Agenten der feindlichen Seite oder der Unterstützer der Ukraine zu sein. Wir müssen immer betonen, dass das ihr Eigeninteresse ist, dass ihre Söhne und Männer eben nicht in einem solchen Krieg verheizt werden, und müssen klar machen, dass das nicht eine einseitige Parteinahme für den Kriegsgegner ist. Dann machen wir sie mundtot. Ja, ganz kurz noch, Michael Stark hatte mir auch noch den Begriff Zeitenwende mitgegeben, dass ich da kurz was dazu sagen soll, ob das jetzt eine Zeitenwende ist. Und da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Also mitten in Ereignissen, die uns voll beschäftigen, können wir das, glaube ich, noch nicht sauber beurteilen. Vielleicht ein bisschen wie mit dem Churchill-Zitat von Herrn Lüdeking. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, und das ist jetzt ein Ausblick in eine andere Richtung, dass irgendwann die Smartphone-Technologie sich rückblickend als viel entscheidender erweist als eben die Kriege, die uns im Augenblick beschäftigen und eben auch uns Angst machen oder uns in Zugzwang bringen, dass wir das Gefühl haben, wir müssen noch jetzt was machen, um diese Kriege zu beenden, um den Menschen zu helfen. Vor allem, wenn man eben weltweit schaut, was die Smartphone-Technologie eben auch in Ländern des globalen Südens alles ermöglicht hat, im Guten wie im Bösen. Eventuell ist das dann wirklich die Zeitenwende, die wir am Anfang dieses Jahrhunderts erlebt haben. Aber wie gesagt, das ist was, wo wir dann in 20 Jahren oder so drauf
zurückschauen können. Und ich werde noch einen Text in den Chat aufstellen, den ich sehr spannend fand zur Person von Putin, von Rose Gottemöller, einer amerikanischen Diplomatin, die unter anderem Abrüstungsexpertin ist, die fließend Russisch spricht und die das in einer friedenspolitischen Fachzeitschrift oder rüstungskontrollpolitischen Fachzeitschrift veröffentlicht hat. Und da es auch noch einen Punkt gibt, der für Prag 68 spannend war und aus dem sich vielleicht in irgendeiner Situation in den nächsten Wochen und Monaten auch in der Ukraine noch was ergeben könnte, einen Artikel zu gewaltfreiem Widerstand gegen Invasoren. Auch dafür gab es jetzt in der Ukraine Beispiele, auch wenn das eben insgesamt überlagert ist von der militärischen Auseinandersetzung. Ja, das war mein Input. Ich gebe zurück an den Moderator. Ja, ganz herzlichen Dank, Ute Fink-Krämer. Vielen Dank für die konkreten Punkte auch zum Thema Kriegsdienstverweigerer oder Opposition in Russland. Und Rose Gottemöller hat heute auch einen Artikel veröffentlicht, oder den Artikel habe ich heute zu sehen bekommen, in dem sie sagt, nachdem Russland das nicht mehr kann, müssen die USA stärker mit China zusammenarbeiten, um Abrüstung und Rüstungskontrolle in der Welt zu stabilisieren. Das ist ja auch ein interessanter Ansatz. Ich möchte noch auf einen weiteren Aspekt verweisen, der bei den globalen Folgen, globaler Süden hast du angesprochen, jetzt noch nicht genügend gewürdigt wird. Die Ukraine und Russland sind zwei der am stärksten getreideproduzierenden Länder der Welt. Sie sind zum Beispiel ganz wichtig für die Nahrungsversorgung im Nahen und Mittleren Osten. Und es ist noch gar nicht lange her, dass da schon mal Probleme in diesem Bereich zu erheblichen Wirkungen geführt haben. Und so etwas sollten wir zumindest auch im Blick behalten. Das ist auch hängt zusammen mit dem Titel Ein europäischer Krieg mit globalen Auswirkungen. Es geht auch um andere, die es vielleicht härter trifft, sogar als uns. Und nicht nur um uns in Europa und natürlich immer um die Ukraine und Russland. Gut, dann sind wir eigentlich schon jetzt ein bisschen weg aus Europa und richten den Blick auf den Rest der Welt. Und das ist, denke ich, auch das richtige Stichwort für Maximilian Mayer. Bitte, du hast das Wort. Ja, Michael, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich glaube, das ist ein bisschen eine Überforderung für mich, für den Rest der Welt zu sprechen. Das werde ich sicherlich nicht tun. Das werde ich mir nicht anmaßen. Aber du hattest mich ja gebeten, ein bisschen was zu China zu erzählen und dieses Verhältnis China-Russland ein bisschen zu beleuchten. Und ich erlaube mir aber trotzdem auch noch ein paar Dinge zu kommentieren, ein bisschen in Reaktion auf Herr Lüdeking und Frau Fink. Und zwar insbesondere zu dieser Frage der Machtverschiebung. Und was ich da vielleicht gern betonen würde, ist, also wie Frau Fink schon herausgearbeitet hat, Putin beabsichtigt ja eine deutliche Veränderung der Machtstrukturen in Europa. Wo genau die Grenze davon ist, wissen wir leider nicht. Ja, also ob Ukraine genug ist oder ob es darüber hinausgeht, das ist nicht so ganz klar. Und es ist aber interessant zu sehen, wo hier die Agency liegt. Ja, also es ist noch nicht absehbar, wie sich in Europa und global Machtstrukturen letztlich verschieben werden, weil wir momentan ja noch in einem sehr brutalen Kräftemessen sind, in dem die Ukrainer unerwartet stark sind. Also wir reden immer nur oder vor allem darum, wie unerwartet schwach die russische Armee ist. Aber das hängt natürlich vor allem zusammen mit der Agency der ukrainischen Regierung, der Ukrainer und Ukrainerinnen, die sich dem entweder friedlich oder mit Waffengewalt entgegenstellen. Und deshalb ist eigentlich die Machtverschiebung, die sich dann manifestieren wird später, ganz klar abhängig von dem militärischen Ausgang des Krieges und andererseits auch vom Format der politischen Verhandlungen, die wir irgendwann eintreten werden. Zum Beispiel aus europäischer Sicht wird es sehr wichtig sein, ob das Minsk-Format wieder belebt wird oder ob es eine ganz andere Form der Verhandlungen gibt. Und das scheint mir ein maßgeblicher Faktor dann zu sein, auch der darüber bestimmt, nicht nur für die Ukraine selber, aber auch für die Zukunft der europäischen Sicherheitsarchitektur, wie die aussehen wird. Und daher scheint mir momentan die
militärische Stärkung der Ukraine, um in der Unterstützung ihrer eigenen Selbstverteidigung ebenso wichtig zu sein wie der Waffenstillstand, weil der militärische Ausgang auch ganz stark über die Machtverschiebung entscheiden wird. Und der zweite Punkt, und da würde ich Herrn Lüdeking, glaube ich, ein bisschen widersprechen. Ich bin mir nicht sicher, ob es nach Ende dieses Krieges, wie auch immer der ausgeht, so eine neue stabile Situation geben kann, so eine Art neuen Kalten Krieg. Da habe ich meinen Zweifel. Warum? Weil das von den Sanktionen abhängt. Wenn die Wirtschaftssanktionen nicht schnell zu Ende gehen, wird sehr wahrscheinlich die russische Volkswirtschaft komplett kollabieren und dadurch die Situation insgesamt sehr instabil sein. Und genauso wie die militärische Agency sehr und nicht, also aus unserer Sicht sozusagen immer nicht genügend beachtet wird, wie stark die auf der Seite der Ukrainer liegt und der europäischen Seite, die nämlich mehr unterstützen könnte und auch viel mehr unterstützt, als wir das noch vor 2 Wochen erwartet hatten, so liegt die Agency bei den Sanktionen ja auch bei den Europäern und bei den Amerikanern. Das heißt, wir entscheiden darüber letztlich, ob die russische Wirtschaft überleben wird oder nicht. Und also insofern, diese Machtverschiebung ist gar nicht so einfach vorherzusehen, sagen, wie die sein wird. Man muss auf die Agency gucken und die Agency liegt doch nicht nur bei Putin, bei möglichen nuklearen Drohungen und so weiter, sondern die liegt auch ganz klar bei uns. Was absehbar ist sicherlich, um einen letzten Punkt noch zu der europäischen Sicht zu sagen, ist eine Stärkung der europäischen Eigenverteidigung und insbesondere Deutschlands Rolle dürfte viel stärker werden im konventionellen Bereich. Aber die Debatte wird unweigerlich kommen, eben auch bei der Frage, ob es eine europäische nukleare Abschreckung in Europa geben wird. Und diese enge Zusammenarbeit Deutschland-Frankreich wird da zentral sein, ohne die Briten natürlich. Also die werden ihr eigenes Ding weitermachen. Und das wird für die jetzige Regierung noch eine sehr schwierige Debatte werden. Ja, und ich glaube, es geht weit über die Frage der nuklearen Teilhabe hinaus. Also da wird es im Kern um die Frage gehen einer eigenen europäischen nuklearen Abschreckungsfähigkeit. Darüber hinaus, um das Globale, Michael, was du angesprochen hast, sind natürlich verschiedene Szenarien denkbar in einer sehr großen Bandbreite. Ich würde mal gern 2 Pole vielleicht kurz artikulieren, bevor ich dann zu China und zum chinesischen-russischen Verhältnis was sagen möchte. Also die eine Möglichkeit wäre ja, dass durch die sehr schnelle und auch sehr bewusste Reaktion des Westens und vieler anderer Staaten weltweit, dass es eigentlich sogar zu einer Stärkung der internationalen Gemeinschaft kommt und insbesondere einer Stärkung der Normen von territorialer Integrität und so weiter. Das ist ein möglicher Resultat des Konflikts. Das andere Extrem wäre ein Szenario, in dem es zunehmend zu der Idee kommt, dass nukleare Erpressung möglich sein könnte, weil das ist ein Punkt, den wir erreichen könnten in diesem Konflikt, und dass nukleare Erpressung genutzt werden könnte, um territoriale Grenzen zu verschieben, was automatisch fast zu einer Art Dynamik von weiterer nuklearer Proliferation führen würde. Also das wäre sozusagen aus meiner Sicht das extremst möglichste Folge, mal abgesehen von einem Atomkrieg, den wir ja auch nicht mehr leider ausschließen können vollständig, wie sich die weltweite Sicherheitsordnung verändern könnte. Andere Sekundärfolgen, in Anführungszeichen, Michael, die du auch schon angesprochen hast, die können wir vielleicht nachher noch diskutieren, die halte ich für extrem wichtig und die sind sehr unterdiskutiert in Europa. Also Nahrungsversorgungskrisen, Inflationsdruck, der ist enorm in vielen Ländern des globalen Südens. Besonders im Mittleren Osten sind viele Länder abhängig von den Lieferungen aus Russland oder Ukraine. Auch da müssten die Europäer und Deutschland viel mehr tun. Also die müssten klar machen der Richtung Weltgemeinschaft, das ist nicht nur ein europäischer Konflikt und wir helfen auch den anderen, die betroffen sind von den Sekundärfolgen. So viel sozusagen mein Kommentar zu diesem Bereich. Ich möchte ein bisschen mehr sagen zu chinesischen Sichtweisen und Interessen in Bezug auf den russischen Krieg in der Ukraine. Also der eine Punkt ist sozusagen die offizielle Linie chinesischer Diplomatie, die hat sich eigentlich nicht wesentlich verändert. Wir sehen hier so einen Spagat, ja, oder eine, könnte man sagen, strategische Ambiguität. Wir haben einerseits die strategische Partnerschaft mit Russland, die immer wieder betont wird, und die legitimen Sicherheitsinteressen. Also es folgt im Prinzip einem russischen Skript. Auf der anderen Seite haben wir eine, ja, könnte man sagen, so eine Art Lippenbekenntnis zur territorialen Integrität als Prinzip, die ja ein Kernelement chinesischer Außenpolitik ist.
Und an diesem grundsätzlichen Spagat hat sich nichts geändert. Allerdings kann man schon feststellen, dass in der diplomatischen Rhetorik ja so Feinheiten haben sich verschoben. Beispielsweise hat bis vor dem schon erwähnten Gespräch zwischen Xi Jinping, dem chinesischen Präsidenten, und Scholz und Macron, hat die chinesische Seite niemals vom Krieg gesprochen, ja noch nicht mal vom Konflikt eigentlich. Aber Xi hat laut der chinesischen Lesung dieses Treffens eben gesagt, dass er bedauern würde, dass die Kriegsflammen, also das ist so eine Art Metaphorik, in Europa wieder aufkommen würden. Und das zeigt schon leichte Trendveränderungen in der chinesischen diplomatischen Rhetorik. Aber an der Substanz, könnte man sagen, hat sich vielleicht nichts wesentlich verändert. Wie ist die Enthaltung Chinas in der UN-Vollversammlung und im Sicherheitsrat zu werten? Das ist sicherlich der Versuch, sich alle Optionen offen zu halten und natürlich nicht diese Partnerschaft mit Russland in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen oder in Zweifel zu ziehen, aber gleichzeitig eben auch zu sagen, naja, wir unterstützen diesen Krieg auch nicht offen. Und das ist, glaube ich, schon eine genuine chinesische Position. Also niemand in China ist irgendwie glücklich mit diesem Krieg und niemand in China, also jetzt, wenn wir von der chinesischen Führung sprechen, würde offen sozusagen die militärischen Aktionen Russlands da unterstützen wollen. Wenn man in die Gesellschaft geht, vielleicht da kurz ein Wort dazu. Also es gibt im chinesischen Internet eine riesige Debatte und es gibt da wirklich zwei Lager. Also es gibt eine große Anzahl von Leuten, die Russland unterstützen und die diesen Krieg gut finden und die Rhetorik gegen die NATO natürlich mittragen. Es gibt aber auch einen großen Teil von Chinesen und Chinesen, die auf der ukrainischen Seite stehen und ganz klar sozusagen diesen Krieg verurteilen und für Frieden demonstrieren. Und insofern ist in China die öffentliche Meinung, soweit man die lesen kann oder soweit die sichtbar ist in der Online-Debatte, doch sehr, sehr gespalten. Was sind jetzt Chinas unmittelbarere Interessen in diesem Krieg oder in Bezug auf diesen Krieg? Zunächst lässt sich mal sagen, dass eigentlich das aus Chinas Sicht vor allem Kosten hat. Ja, also es ist gar keine Positivseite da feststellbar. Das sind Kosten wie ganz banal das falsche Timing. Ja, zurzeit möchte die chinesische Führung sich nicht mit Außenpolitik beschäftigen müssen, sondern es sind die zwei großen Sitzungen in Peking. Die haben Innenpolitik, steht da auf der Tagesordnung. Es ist aber auch ein enormer Image-Schaden. Ja, man befindet sich irgendwie in diesem Zwiespalt. Entweder man wurde belogen, also Xi wurde von Putin belogen und war vorab nicht informiert. Das ist super peinlich, ja, und das würde zeigen, dass die russisch-chinesische Abstimmung noch nicht so eng ist, wie es immer offiziell betont wird. Oder aber man wusste Bescheid und ist quasi Komplize eines Angriffskrieges. Ja, und beides ist natürlich eine sehr unangenehme Situation und erhöht die Kritik aus dem Westen. Aber die diplomatischen Auswirkungen gehen natürlich viel weiter. Also es ist klar, das Verhältnis Chinas zu Europa wird sich sehr wahrscheinlich deutlich ändern. Ich sage mal so ein Beispiel, 16+1, also das Format Chinas mit den ost- und südosteuropäischen Ländern, das dürfte so gut wie tot sein. Ja, also das wird es nicht mehr geben nach diesem Konflikt. Aber auch auf einer anderen Ebene, auch mit der EU-Kommission und mit den größeren Ländern Europas, dürften die Beziehungen sich deutlich abkühlen, wenn China nicht eine klarere Position einnimmt. Man kann es schon sehen bei Hintergrundgesprächen, aber auch aus Äußerungen von verschiedenen, aus Parlamenten und von Regierungsmitgliedern, dass der Skeptizismus gegen China massiv zugenommen hat. Und deshalb die Chinesen damit rechnen müssen, dass sich insgesamt auch die Wirtschaftsbeziehungen mit Europa und die diplomatischen Beziehungen abschwächen werden. Ich würde es noch weiter zuspitzen. Ich würde sogar sagen, der Krieg in der Ukraine stellt das Seidenstraßenprojekt Chinas grundsätzlich in Frage. Weil A, die ganzen Eisenbahnverbindungen durch Russland laufen und wenn die Sanktionen weitergehen, wird es keine Landverbindung mehr geben auf absehbare Zeit. Die Ukraine selber sollte ein wichtiges Scharnierland werden in der Belt and Road, also in der Seidenstraßeninitiative. Und die gesamte Destabilisierung, militärische Destabilisierung der Region unterminiert natürlich die grundsätzliche politische Stabilität, die die Seidenstraße bräuchte. Also auch dieses Prestigeprojekt des chinesischen Präsidenten steht auf dem Spiel. Zusammengefasst, also es entstehen für China viel mehr Kosten. Und was ist auf der Habenseite bei diesem Konflikt? Ja, auf der Habenseite ist vielleicht eine Sache, nämlich die Idee, und das wird auch so von chinesischen Experten diskutiert, dass die Amerikaner sich jetzt erstmal wieder von ihrer strategischen Aufmerksamkeit her nach Europa richten und mit Russland
irgendwie fertig werden müssen und dadurch so eine Art Verschnaufpause entsteht in Ostasien. Das ist aber reine Spekulation, das können wir nicht absehen, das hängt von der Dauer des Konflikts ab und ich würde bezweifeln, dass es in Washington einen Konsens gibt, dass man sich wieder auf Russland richtet, sondern diese Ausrichtung auf China wird bleiben. Also wenn eine Verschnaufpause, dann dürfte die sehr kurz sein. Im Gegenteil, es ist vielleicht sogar damit zu rechnen, dass eine erstarkte Europäische Union und die Verteidigungskapazitäten europäischer Länder irgendwann auch in Ostasien zum Einsatz kommen. Ja, also dass sich die strategische Position militärisch Chinas sogar verschlechtern könnte. Insgesamt ist also schwer zu sehen, wo China von seinen Interessen her, von seinen nationalen Interessen her einen Vorteil hat von diesem Konflikt. Und dementsprechend wird der Druck auch größer, irgendwas zu tun. Irgendwie sozusagen auf Russland einzuwirken. Ein letzter Punkt vielleicht zu dem Vergleich China-Russland. Was verbindet die beiden? Also die beiden verbindet im Wesentlichen nicht eine wirtschaftliche Beziehung, so wie das zwischen Europa und China ist, sondern im Wesentlichen strategisches Bündnis, was eine geopolitische und ideologische Komponente hat. Und diese Komponente ist vor allem begründet in der gemeinsamen Haltung gegen die wahrgenommene US-Hegemonie und gegen die starke Stellung der NATO in der Welt. Das haben die beiden ja auch am 4. Februar nochmal betont in ihrem gemeinsamen Kommuniqué. Aber darüber hinaus sind eigentlich die Beziehungen relativ schwach, vor allem im Wirtschaftsbereich. Und deshalb stellt sich natürlich die Frage aus chinesischer Sicht, wenn man davon ausgehen muss, dass die Wirtschaft Russlands massiv geschwächt wird, ja, und dass Russland weiterhin in diesem Konflikt ist, was ist die Auswirkung der Destabilisierung Russlands für China? Wichtig scheint mir auch noch zu betonen, dass wir im Westen oftmals den Fehler machen, dass wir China und Russland in eine Box packen und weil sie sagen, ja, das sind jetzt die autoritären Mächte, die da gemeinsam kämpfen und sozusagen die Weltordnung umstürzen wollen. Es ist schon klar, dass beide Länder doch sehr unterschiedliche Mächte sind. Ja, und es wäre intellektuell faul und strategisch fehlerhaft, die zu sehr gleichzusetzen. Was meine ich damit? China hat anders als Russland eine Vielfalt von Machtquellen, wirtschaftlich, Softpower, Hardpower, aber auch normative Macht, über die Russland überhaupt nicht verfügt. Und vielleicht noch wichtiger, der Umgang Chinas mit der sehr nahen Präsenz, großen Truppenpräsenz der Amerikaner ist ganz anders als der russische. Also China hat natürlich auch ein Problem damit und fühlt sich auch umzingelt, ist aber wesentlich besser sozialisiert an eine sehr enge Militärpräsenz der Amerikaner in Ostasien. Die jetzige Reaktion Putins und die dauernde rhetorische Wiederholung des Problems der NATO-Erweiterung zeigt, dass eben Russland gar nicht damit umgehen kann. Ja, also ebenso auch nicht sozialisiert ist. Und vielleicht der wichtigste Punkt, und der richtet sich sehr stark in die Zukunft gedacht, der Konflikt zeigt, das kann man sehen anhand der internen Diskussion in China, dass ich würde auch sagen, für die chinesische Führung, aber auch für die breiteren intellektuellen Eliten in China und politischen Eliten gar nichts, immer noch nicht klar ist, was China eigentlich für eine Macht sein will in der multipolaren Weltordnung. Welche Ziele will China eigentlich verfolgen? Und ich glaube schon, es ist sehr klar, dass China nicht Russland sein will. Also China will nicht dem militärischen Modell folgen, sondern hat viel breitere Vorstellungen von der internationalen Ordnung, die auch sehr stark normativ ist. Es hat andere Werte und Normenvorstellungen natürlich als wir Europäer oder als die transatlantische Welt. Aber es hat doch die Idee, dass Normen ein ganz entscheidender Teil einer stabilen, friedlichen Weltordnung sind. Und das ist im Moment zumindest ein sehr starker Unterschied zu dem, was wir aus Russland hören. Und der zweite Punkt, der ist gerade auch sozusagen für die Wirtschaftsinteressen, die ich schon angesprochen habe, ganz entscheidend. Es scheint so, dass nach den Sanktionen, die auf die Besetzung der Krim folgten, dass sich die russische Führung schon fast auf so eine Art Autarkie vorbereitet hat. Und davon kann eben in China gar keine Rede sein. China will weiterhin integriert bleiben in der globalen Volkswirtschaft, den globalen Kapitalismus. Es möchte autonomer sein, aber eben nicht autark. Und das ist ein großer Unterschied. Und das scheint mir auch strategisch sozusagen ein Interessensgegensatz mit den Russen da zu sein. In dem Sinne gibt es keinen ökonomischen Block Russland-China, der sich abschottet vom Rest der Welt, sondern im Gegenteil, China will weiter integriert sein und sich in einigen Bereichen, zum Beispiel im Finanzbereich, sogar noch mehr integrieren. In diesem Sinne könnte man abschließend sagen,
Russland, China dürfte gar nicht so sehr gerne Russland umarmen wollen, ja, so wie das oftmals formuliert wird. Also diese Umarmung ist sehr unangenehm. Ja, und die Kosten, die jetzt aus diesem Krieg entstehen, zeigen eben auch, wie unberechenbar Putin aus chinesischer Sicht eben sein wird. Was aus meiner Sicht entscheidend sein wird, wenn man auf die größeren strukturpolitischen oder machtpolitischen Folgen guckt in diesem Konflikt, die unmittelbar über die Ukraine hinausgehen, sollte man sicher auf die beiden entscheidenden Player gucken. Also was macht die USA, was macht China? Und für die USA ist die Zentralfrage mit Sicherheit, auf welche Weltregion sollte man sich orientieren? Muss es eine Rückorientierung nach Europa geben? Ich glaube nicht, dass es passiert, aber es könnte schon sein, dass so eine Debatte kommt. Und für China wird die Frage sein, was für eine Art von Macht möchte es eigentlich sein in der multipolaren Weltordnung, wenn es auch um die Übernahme von konkreter Verantwortlichkeit geht. Und diese Debatte findet in China auch gerade statt, sehr, sehr kontrovers, ja, mit unterschiedlichsten Ausrichtungen. Will China Partner von einem Paria-Staat sein, auf der einen Seite eines neuen Kalten Krieges, oder will es eher eine verantwortliche Großmacht sein, die auch Völkerrecht verteidigt, nicht nur rhetorisch, sondern substanziell, und nicht unbedingt eine Verstärkung noch der Spannungen mit dem Westen befürchten muss? China wird keine Vermittlerrolle einnehmen, das glaube ich nicht. Aber trotzdem könnte China was dazu beitragen, dass Russland zum Einlenken bewegt wird und dass es eine Kompromisslösung akzeptiert, die nicht sich zu sehr an den Maximalforderungen orientiert, die Putin formuliert hat. Und damit, Michael, würde ich zurückgeben an dich mit diesen Betrachtungen. Ja, herzlichen Dank, Maximilian. Das waren jetzt geballte Einsichten, die durch zwei Dinge verbunden werden. Ich habe eigentlich nicht sehr viel Positives gehört, sondern nur unterschiedlich düstere Szenarien von einem stabilen Kalten Krieg, zu dem man ja erstmal kommen muss, mit Kooperationselementen und diversen negativen Auswirkungen auf den Rest der Welt. Sehr interessant, was Maximilian Mayer eben auch noch berichtet hat, aus internen chinesischen Debatten jetzt in diesen Tagen. Und auf der anderen Seite von jeder Menge ungelösten und unvorhersehbaren Entwicklungen. Denn viel wird natürlich davon abhängen, wie Mächte interagieren, welche ökonomischen Dinge noch eintreten, wie der Krieg der Bilder sich fortsetzt und so weiter. Und man sollte bei all diesen Dingen nicht vergessen, dass jeden Tag deshalb Menschen sterben, Menschen fliehen, also ungeheure Konsequenzen stattfinden.